So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge City Skylines hier aus dem wunderschön beschaulichen Playtown. Ja, wir haben in der letzten Folge unsere Highschool gebaut und somit das Bildungswesen bei uns revolutioniert, könnte man sagen. Und jetzt geht es darum, wir brauchen dringend Wohngebiete. Ich hatte ja letztes Mal vorgeschlagen, dass ich hier irgendwie so eine Schnecke baue. Ich habe immer noch keinen genauen Schimmer, wie ich das anstellen will. Da kann man nämlich so viel Schönes machen. Ich weiß einfach nicht was. Ich weiß es einfach nicht. Ich könnte natürlich hier eine Abzweigung machen, die nur die One-Way-Ticket quasi ist. Ich weiß nicht, ob das so klug wäre. Ich könnte natürlich auch von hier aus was machen, wenn man schön wird, aber dann wird sich alles hier irgendwie so ganz komisch stauen. Ich glaube nicht, dass das so klug wäre. Wobei, wir haben hier oben einen relativ mäßigen Verkehr, wie ich hier feststelle. Da geht noch was, da ist noch Potenzial. Im Gegensatz zu dem, was hier unten stattfindet. Wie seht's? Es wird immer mehr, es wird immer mehr. Zum Glück verteilt sich das hier noch relativ gut. Das finde ich mir eigentlich ganz angenehm. Das wird sich auch noch ändern, befürchtet. Aber wie es bei jeder guten Stadt so ist. Jetzt brauche ich hier wieder eine Schleuse mit Quatsch. So. So, schnell. Könnt natürlich auch hier eine Anbindung bauen, das ist ja eigentlich Quatsch ist. Wenn sie im Kreis fahren, das ist ja Schmorn. Verteilt sich es wieder nicht. Wisst ihr, wie ich mal bei? Komm, wir probieren es mal. Jetzt baue ich hier so eine schöne große Strecke. Wenn es so geht. Ich weiß nur nicht, ob das wirklich rentabel ist. Das wird so sinnvoll. Ist, ja. So. Das wird dann so unser Villenviertel. Das funktioniert sogar wirklich. So. Und das hier ist der Fluch aller Feuerwehrbeamten. Und deshalb Feuerwehr und Polizei, deshalb kommt hier. Ihr seht schon, das ist wirklich Quatsch, was ich gemacht habe. Jetzt für die Feuerwehr ist das wirklich ein Fluch. Wenn ich hier hinbaue, können die das in der Mitte schon gar nicht mehr richtig abdecken. Deshalb würde ich fast behaupten, werde ich noch so den einen oder anderen zum Beispiel die Kiesstraße. Für ein geringes Verkehrsaufkommen. So ist das nämlich. Ich mache hier einfach so ein, zwei Querstraßen rein. Dass die hier kurz abbiegen können, verstehst du? So, von hier kommen sie. Viel zu lange. Hier nochmal eine. So, dann können die hier rüberfahren. Dann sind sie schon fast drin. Betonen wir doch fast. Ich mach hier nochmal eine hin. Sind sie alle, ist die Feuerwehr auch ganz schnell vor Ort. Seht ihr? Hey Leute, das ist richtig gut, was ich hier gemacht habe. Zack! Wunderbar! Feuerwehr ist gerettet. Wasser brauchen wir. Wasser. Und dann haben wir hier wieder unseren zentralen Knotenpunkt. Aber ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist hier. Das machen wir mal. Reißt mal wieder die Rohre raus. Dann doch eher
anders verteilen. Wir haben ja hier unseren zentralen Knotenpunkt. Das jetzt mal so laufen. Hier oben noch Wasser. So. Auch wenn es affig ist. Hier auch. Weil ich könnte ja eigentlich mal aus Gag hier oben so einen Wasserturm hinbauen. Weiß aber nicht, was ich bringen soll, aber schauen wir einfach mal. Ich baue mal die Kanäle halt auch so. So. Von hier geht's dann. Ach, Mist, ist das doch. Dann müssen wir noch so bauen. Und so. Und damit es schneller wieder abfließen kann, machen wir das Ganze so. Strom. Einfach nur, weil ich es kann. Kommt hier oben noch ein Windrädchen hin. Das kann den Strom machen und jetzt verbauen wir das Ganze hier nämlich. Ach, das wird so schön. So, Quatsch. Machen wir einfach alles an. Jausa! Hier werden sich die Leute aber freuen zu wohnen. Das kann ich euch versprechen. So völlig ungestört von allem. So fernab vom Schuss in jederlei Hinsicht. Gut, das hier nochmal weg, das ist ja Quatsch. Das lassen wir jetzt mal so, das muss ja sauber sein alles. Hier muss ich mal gucken. Ich brauche ja noch, ich muss ja noch mir ein bisschen Platz lassen. Das ist das Neubaugebiet. Hier können sie auch einziehen, wenn sie wollen. Die guten Maestros, die dumpfen Damen und Herren, wie sie alle heißen, die dann hier ankommen. So. Und der Strom, der verteilt sich dann von hier. Das ist doch herrlich, oder? So, wollen wir mal kurz richtig hinsetzen. Für Wasser ist gesorgt, für Strom ist gesorgt. Weil hier werde ich wahrscheinlich bald, ihr seht, schon ein Ölkraftwerk mal hier hinbauen. Das sieht doch richtig cool aus, so von hier oben. Wupp. Und einfach damit man das dann eben schnell erreichen kann, kannst du von hier aus dann hier runterfahren. Zack, hier und zack, bist du schon da oben. Ein Wasserturm, hier dürfen dann die Kinder noch spielen. Kann ich hier einen Spielplatz oder so hinbauen? Ich guck mal gerade. Kleiner Park, kleiner Spielplatz. Das wäre es hier oben. Tut mir leid. Aber das muss sein hier. Hier dürfen dann alle spielen, weißt du? Kommen sie alle her. Das ist so ein richtig idyllischer kleiner Fleck. Den kannst du dir richtig gut gehen lassen, finde ich. Abwasserrohr nicht angeschlossen. Wozu brauche ich denn da ein Abwasserrohr, bitte? Einfach nur, weil ich es kann. Sieht einfach besser aus dann. Die haben so ihre das ist ihre, diese ist so eine kleine eigene Insel, so für sich. Hier. Ist so schön. So. Warum ist da nichts? Da wartet man noch auf Leute, die gerne einziehen würden. Herrlich. Wie sieht's denn Feuerwehr, habe ich gesagt. Bildungstechnisch brauchen wir hier vielleicht noch was. Einen kleinen Vorort, da ist natürlich auch nicht so viel los. Ja. Dürfen wir alle hier hinziehen. In der Nebenstraße, das wär's doch hier. Zack. Dann können die Schüler alle hier rumspielen, die kleinen Kiddies. Universität bräuchte ich nicht mehr. Dann baue ich hier irgendwann mal eine Buslinie hin. Die darf dann hier so, zack. Dann hast du hier einen Ausstiegspunkt. Dann darfst du hier einmal kreuz und quer fahren. Das ist doch cool. Das finde ich schön.
Guck, hier siedeln sie auch gleich alle oben an. Ich finde, das ist ein richtig schöner Fleck. Das war nicht vielleicht die beste Straße? Die edelste für. Ist das Polizei? Streifenwagen. Wo fährt der hin? Er fährt viel zu schnell. Ich kann ihn gar nicht sehen. Auf Patrouille. Na, wie geht's dir so? Hast du einen schönen Tag? Brauchst du einen Donutladen? Alles gut. Wunderbar. Ja, ja, liebe Freunde, das ist doch ein... Ganz ehrlich, könnte es mir echt hier gut gehen. Das ist ein Feuer. Oh Gott! Puh, das war aber gar knapp. Das war knapp. So, jetzt gucke ich mir mal das Verkehrsaufkommen wieder an. Das ist nämlich, glaube ich, hier so fast das Elementarste. Und hier ist noch alles wunderbar. Hier ist es halt eben, wie gesagt, noch ein bisschen kritisch. Oh, hier wird es jetzt richtig kritisch, sehe ich gerade. Oh, ho, ho, ho. Hier muss ich mir was überlegen. Die Frage ist, was? Wir müssen irgendeinen Weg finden, wie wir die Leute hier schneller transportieren. Ich könnte natürlich hier noch eine Zusatzstraße machen, die direkt zur Ausfahrt geht. Falls die alle dahin müssen. Wenn ihr versteht, was ich meine, dass da nicht alle rumstehen. Oh! Mülldeponie voll. Das ist nicht gut. Dann bauen wir mal eine Mülldeponie. Können wir natürlich auch gleich mal machen. Braucht noch keiner schon. Die wollen, glaube ich, wirklich hier hin. So. Dann habe ich eine Mülldeponie voll. Was ist mit der hier? Ach, guck mal hier, die kann ich Gebäude in andere Richtung entleeren. Das macht ja keinen Sinn. Okay. Da muss ich halt mal warten, bis die auch voll ist. Hm. Ja, 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 Müll, 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 ich weiß es doch. Ich bin doch gerade am Überlegen, wie ich hier euer Problem mit dem Verkehr löse. Hm. Aber ich glaube, das mit dem direkten Autobahnzubringer, das ist gar nicht so verkehrt gewesen. Der von hier so abgeht. So, irgendwie. So. Und dann von hier aus direkt hier drauf geht. Ich glaube, wenn ich das so baue... fahre ich am gesündesten mit. Ich hoffe es zumindest sehr, dass sich das hier mal hier entschließt. Das jetzt wäre. Und nicht Blödsinn. Quatsch. Hm. Möchte ich einen Einbahnstraße als Beispiel, die will hier weggehen. War so. Ort bereits belegt. Ja, zahlfach sogar so nicht. Hm, stromtechnisch übel, aber ich muss das jetzt hier wegmachen. Das hier und das hier. Damit ich hier die Straße bauen kann. Und zwar so. Ist vielleicht ein bisschen zu breit geworden. Wenn ich das so mache, würde es wahrscheinlich reichen. Und dann gibt es hier eine Fahrbahnverengung. Warum müssen wir das jetzt einspielen? Wenn sie hier sogar schon die Einbahn. Ja, macht Sinn so, ne? Zack, 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 und dann bist du hier drauf. Die gibt's nur one way. Aber hier fährt keiner hin. Das finde ich ja ein Unding. Wohin fahren die denn dann alle? Ist das denen zu lang hier?
ist ja auch Quatsch. Dann dürfen die nicht mehr hier lang fahren. Wie sieht es denn da oben aus? Da ist noch alles grün. Dann machen wir hier raus nämlich eine Einbahnstraße, ey. Dann können die alle nicht mehr hier lang fahren. Dann müssen die hier lang fahren. Und hier, oder sie fahren hier ganz außen. Aber das wäre dann wahrscheinlich wiederum zu lange. Ist halt, das mache ich jetzt. So. Zack. Dreh um. Dreh um. Dreh um. Wunderbar. Seht ihr? Jetzt fahren sie alle hier lang. Dann fahren sie hier alle zack, zack. Die, die wirklich hier hin wollen, die fahren dann da lang. Und die, die wirklich aus der Stadt raus wollen, fahren hier lang. Das ist gut, oder? So löst man Verkehrsprobleme. Und so wird das hier auch wieder alles beruhigt. Und alle, die wirklich hier irgendwo hin wollen, die können dann auch wirklich da lang fahren. Und die können hier weg. Ich bin mal gespannt, wie sich das hier entwickelt. Weh, pass auf, Freundchen. Da bleibt der hier quer stehen. Ich fasse dich. Ich glaube, ich muss von diesem Kreuz, von den Ecken hier was wegmachen. Diese Eckgebäude hier, das ist, glaube ich, ganz gefährlich. Ja. Da was hinzubauen, ist ja auch Quatsch, ne? Können wir da nie raus. Wir müssen einmal komplett um die Stadt rumfahren. Das ist ja auch blöde. So. Dann haben wir das doch. Ich weiß nicht so recht. Die wollen alle hier rein, ne? Hm. Ich könnte eine Abzweigung hier lang machen. Und das da weglassen. Wieder so eine Einbahnstraßenabzweigung. Von hier. Und das hier vorne. So. Von hier hast du halt immer so ein Einbahnstraßending darüber. Können die zur Not von hier ganz schnell wegfahren. Aber von hier können sie auch schon rein. Ja? Hab ich das nicht raffiniert gelöst? Strom, Strom, wieso Strom? Wieso Strom? Wo fehlt denn Strom? Oh oh. Da oben fehlt Strom. Das finde ich jetzt aber unlustig. Okay, da muss ich, glaube ich, doch von der Hauptstromleitung hier ein bisschen was rüberleiten. Das machen wir jetzt erstmal so. So. Puh, das war knapp. Herrlich. Was ist hier los? Verlassene Gebäude. Ja gut, nur weil ihr keinen Strom habtet oder was. Kein Grund hier abzuhauen. Hör ich mal die Ruine an. Puh, weg. Was soll denn das? Ach, deswegen, da baut jetzt einer neu. Schön. So schnell kann man das Gelände wieder verkaufen, beziehungsweise Müllperge. Ja gut. Will ich hier Industrie haben? Ja, wieso eigentlich nicht, ne? So. Wie sieht es denn mit unserem Verkehrsaufkommen aus? Ey Leute, das Problem haben wir ja mal perfekt gelöst, so wie ich das sehe. Es verteilt sich alles. Ja, ist das geil. Also, ja, hast du natürlich so einen kleinen Knotenpunkt. Dann bleibt nicht aus, aber das hält sich ja alles in Grenzen. Der Kreisel ist viel zu groß.
Theoretisch könnte ich sogar, um die hier zu entlasten, hier noch eine Kreuzung einbinden. Ist aber eigentlich Quatsch. Braucht doch kein Mensch. Wird erst schlimm, wenn ich hier noch was einbringe. Gebäude ist abgebrannt. Wieso ist ein Gebäude hier abgebrannt? So, was die Feuerwehr natürlich wieder hier beschissen hat, ne? Dann muss ich hier glatt nur eine Feuerwehr hinbauen. Die kommt ja hier nicht mehr hin. Das ist natürlich... Habe ich jetzt natürlich doof ausgesucht, ne? Ach, die ist ja gar nicht auch angeschlossen, sehe ich gerade. Wieso ist die nicht angeschlossen? Dann baue ich die mal hier hin. Ne? So. Alle wieder happy. Juhu, wir haben eine Feuerwehr. So. Und hier sind auch schlecht. Dann baue ich nämlich hier noch eine hin. Die bauen wir. Ja, hier. Hier noch eine hin. Wunderbar. Und Gewerbegebiet. Industrie-Türme. Leute, das wird richtig, richtig gut. Man braucht nur genug Straßenwiese. Und man muss auch ein bisschen einen Plan haben, wo das Verkehrsaufkommen irgendwo fest wird. Ich werde hier einmal einen Schritt zu weit. Leute, der Heavy hier noch kurz aus. Ah, der Auspuff. Zack. So. Es macht nämlich keinen Sinn, dass die hier mal kurz in die Straße reinfahren, dann abbiegen. Schwarz. Was ist das? Hier, will mir hier irgendwas verkaufen. Zack. Baue ich doch einmal mal so ein großes Ding hier. Und warum? Weil ich es kann. Ein Späßchen gibt. Ist ja Quatsch, braucht kein Mensch. Das Ding ist viel zu groß. So! Habe ich hier alle Gebiete? Da. Da ist noch ein Gebietchen, das nicht besiedelt ist. Schlimm genug. So, hier haben wir noch jede Menge Potenzial für unsere kleine neue Ortschaft. Hier ist noch richtig fett Platz für unsere Industrie und Gewerbe. Liebe Freunde, ich würde sagen... Ich bedanke mich bei euch beim Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ja. Und bevor ich mich verabschiede, bildungstechnisch sind wir gar nicht so schlecht. So, baue ich hier noch eine Highschool hin. Das sind die aktuell wohl die Folgen der. Jetzt sieht das gut aus? Das kommt bestimmt geil jetzt. Also sieht das schön aus. Das sieht doch richtig idyllisch aus, oder? Und kurz hier. Normale Geschwindigkeit. Liebe Freunde, mit diesem wunderbaren Ausblick verabschiede ich mich bei euch. Es hat Spaß gemacht. Und wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge City Skylines. Macht's gut, bis dahin. Euer Bonner.